Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch entweder ganz frisch neu oder recht herzlich zurück hier im Fuchsbau. Es ist mal wieder Zeit für so ein kleines, entspanntes Projekt, sowas zum Entspannen und zum Erholen. Und da habe ich mir doch, weil alle Welt aktuell davon spricht, Elden Ring rausgesucht. Ja, muss ja auch mal sein, ne? Der Hype-Train Roundabout Elden Train ist ja gerade massivst am Fahrt aufnehmen, also habe auch ich mir eine kleine Fahrkarte gelöst und bin mal mit auf den Zug aufgesprungen. Kurz ein bisschen Background, was ist Elden Ring für diejenigen, die tatsächlich vielleicht noch nichts davon gehört haben. Elden Ring ist das neue Game von From Software, japanisches Entwicklerstudio, die für ihre Dark Souls Games bekannt sind, die ja, naja, sie unter der Spielerschaft schon so ein bisschen den Ruf erarbeitet haben, dass es jetzt nicht unbedingt die einfachsten und verständlichsten Games sind. Steuerung ist meistens ein bisschen klübbelig. Die Story wird ja meistens durch die Welt und der dechiffriert, also nicht so ganz klar erklärt. Man muss sehr viel Itemtexte lesen, sehr viel auf die Welt achten, auf die Umgebungen, was in der Welt passiert, was die NPCs erzählen. Und selbst dann bleibt es immer noch ziemlich kryptisch. Es ist alles sehr grim, dark und gritty. Muss man also mögen auf diese düstere, unschöne, ungemütliche Stimmung und Optik. Und mich holt es halt voll ab. Ich habe vor geraumer Zeit mit euch zusammen mal Dark Souls 1 auf Twitch gestreamt. Lief nicht ganz so gut, weil mein erstes From Software Spiel. Ich hatte gar keine Ahnung davon. Habe nebenbei halt sehr viel mit euch gequatscht und deswegen entsprechend relativ viel kassiert. Und hatte trotzdem eine Menge Gaudi. Und nun da jetzt alle Elden Ring daddeln. Und ich hatte jetzt auch mal wieder Bock auf ein From-Software-Spiel hatte und dachte mir, für einen Urlaub ist doch optimal, nach so einer harten Arbeitszeit, endlich mal Urlaub, endlich mal Erholung und genießen, spielen wir doch ein bisschen Elden Ring. Eine kurze Besonderheit noch zu Elden Ring im Vergleich mit den vorherigen Titeln von From Software. Elden Ring ist nicht nur rein von From Software entstanden, sondern der Chefentwickler, der hat ein ganz besonderes Anliegen, und zwar hat er sich den Autor von, wie heißt das denn jetzt hier? Ja, das mit den Drachen. Ihr wisst schon, das mit den Drachen. Also hat sich hier George R. R. Martin den Game of Thrones Autor rangeholt, damit George R. R. Martin die ganze Background Story von dem Game schreibt. Also diese ganze Lore, die ganze Welt, das ist alles aus der Feder von George R. R. Martin. Und ich muss sagen, ich mochte Game of Thrones extrem. Auch wenn das Ende zumindest der Serie so ein bisschen gruselig war. Aber das holt mich dann natürlich gleich noch ein bisschen mehr ab. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was uns hier erwartet. So. Ich habe mich noch nicht spoilern lassen, ich weiß nichts, also wir gehen hier komplett mega blind rein. Ich habe mich für nichts informiert, ich habe keinen Schatten von gar nichts. Wir legen einfach mal so richtig mega blind los und ich würde sagen, starten wir auch mal direkt mit einem neuen Spiel. Ich habe hier extra für Elden Ring die Folgenlänge von 20 Minuten auf 25 erhöht, weil ein bisschen mehr Zeit brauchen wir da schon, denn es wird schon ein etwas längeres Projekt. Und Credo bleibt auch hier, wenn wir uns in einem Endbosskampf befinden oder gerade in einem sehr intensiven Kampf. Wir cutten natürlich nicht während Kämpfen, ne? Wenn der Hahn meint, Zeit, dass wir Pause machen, aber es ist gerade noch richtig Stress, den Stress beenden wir erst und immer dann machen wir erst Pause. Das heißt also, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ich irgendwelche Endbosskämpfe zerschneide oder so. Das würde irgendwie keinen Sinn ergeben. Ja, dann noch zum Thema Tipps, weil das auf jeden Fall bei den ein oder anderen From-Software-Fans jetzt hier aufkommen wird. Ihr dürft mir gerne Tipps geben, bitte nicht zu viel, ne? Und vielleicht auch nicht, wenn es geht, nicht spoilern, aber ich bin auf jeden Fall offen für alle möglichen Tipps und Tricks, weil ich, wie gesagt, keinen Schatten davon habe. Also wirklich keinen Schatten. Wir gehen hier komplett blind und ohne Erfahrung mit From-Software-Spielen an die Kiste ran. So, jetzt aber los. Wir dürfen uns eine Charaktergrundlage auswählen. Da hätten wir zum einen den Vagabunden, wir haben den Krieger, den Helden, Bandit, den Astrologe, Prophet, Samurai, Alter, der Gefangene sieht ja mal richtig übel aus, Junge. Hat noch einen so einen kleinen Kuckschlitz, ja, und so ein kleines Loch fürs Essen, also der Jemine. Der Bekenner und natürlich für die Leute, die es richtig hart haben wollen, der Bettler. Der hat einfach schon stumpf einfach mal nichts außer eine Unterbüchse am Start, ne. Mehr geht da nicht. Ich würde mal sagen, was nehmen wir denn? Ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, was für ein Anfang richtig nice ist, aber ich schwanke zwischen dem Samurai, wobei ich jetzt nicht unbedingt so auf das Samurai-Setting stehe, oder dem Vagabunden. Ich denke mal, der Vagabund wird so ein Allrounder sein. Samurai wird bestimmt ein bisschen mehr auf Nahkampf-Damage gehen. Ich sehe da auch schon einen Bogen in seiner Pfote. Ich glaube tatsächlich, obwohl ich nicht so der Samurai-Fan bin, werde ich mit dem Samurai gehen. Weil das Schwert, also man muss zumindest sagen, in den Dark Souls Games war es sowas, dass die Samurai-Schwerter eigentlich immer ordentlich Damage rausgehauen haben. Somit könnte man Glück haben, dass das vielleicht gar nicht so kacke ist. Was haben wir noch? Na, Held. Ja. Zeigt auf jeden Fall ein bisschen Nippel, ne? Nicht schlecht. Aber Vagabund ist also der Standard, glaube ich, ne? Ne, komm, lass mal ein bisschen crazy gehen. Wir nehmen mal den Samurai. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinhauen, wenn ihr es daddelt, womit ihr gestartet seid und was ihr mir empfohlen hättet, ne? Typ A oder Typ B, das ist ja, ob es Männlein oder Weiblein sein soll. Na, da bleibe ich mir mal treu und nehme mal Typ A. So, Namen.
Ja, da sind wir der Blue Fox sind wir, ne? Wir wollen ein bisschen international fähig bleiben, ne? So, Körpertyp bleibt A, unser Alter, wir sind jung, würde ich sagen. Ne, das kann man schon sagen. Ursprung ist Samurai. Andenken. Oh ja, das weiß ich noch. Bei Dark Souls gab es immer so, ja, ich weiß nicht, dass ich das nicht andenken, aber da gab es auch, konntest du dir am Start ein Item auswählen, das dir einen kleinen Boni gewährt hat. Zum Beispiel der Tür, ein Schlüssel, der alle Türen öffnet und all so Krams. Mal gucken, was es hier gibt. Hier haben wir rotes Bernstein-Medaillon. Ein Medaillon mit rötlichem Bernstein erhöht die maximale LP. Ja, holt mich ja schon mal ab, ne? Dann haben wir die Zwischenlandrune. Das Gold der Gnade leuchtet in den Augen der Menschen im Zwischenland. Benutzt dies, um viele Runen zu erhalten. Gibt also quasi so einen Startbonus. Ein goldener Samen, Treibgut aus dem Zwischenland, verstärkt angeblich Heiligflaschen. Okay, damit könnte man direkt zum Start wahrscheinlich dann seine, wie auch immer die hier heißen, damals waren das die Essence-Flakons, kannst du dann dein Heil-Item upgraden. Asche der Vampirwichte, die Asche winziger Golems, angeblich erhält diese Asche sogar Geister. Gesprungene Töpfe, drei seltsame gesprungene Töpfe, die sich selbst reparieren, behält dafür bestimmte Wurfobjekte. Ja, da sage ich schon gleich, Granaten und alles, was man wirft, ist nicht so meine Welt, brauchen wir somit nicht. Zwei Steinschlüssel in Schwertform heben Siegel von Wichtstatuen auf, können jedoch nur einmal verwendet werden. Betörende Äste. Fünf heilige Äste, erfüllt von betörender Macht. Die stammen angeblich von dem Halbgott Miquel. Miquela. Gekochte Garnelen. 5 Portionen gekochte Garnelenfleisch. Erhöht Resistenzen gegen körperlichen Schaden. Shabiris Kummer. Ihres Antlitz eines Adeligen, dessen Augen herausgerissen wurden, zieht die Aggression von Feinden an. Nee, lass mal stecken. Also ich bin jetzt entweder beim roten Bernstein-Medaillon, weil wir da am Anfang ein bisschen mehr LP bekommen. Hier steht leider nicht wie viel, aber es erhöht sie auf jeden Fall. Oder die goldene Saat. Ich glaube, wir nehmen die goldene Saat. Da werden wir wahrscheinlich mehr von haben. Lass mal die goldene Saat nehmen. Nehmen wir die goldene Saat. Okay. So, dann dürfen wir jetzt unseren Charakter gestalten. Keine Sorge, ich drehe nicht komplett am Rad, ja? Wir machen das relativ quick and dirty, weil man sowieso nicht so viel von ihm sieht. Aber ich zeige euch zumindest mal kurz den Charaktereditor, weil der hat, soweit ich das weiß, in sich. Aber hat er schon immer gehabt. Wir fangen mal mit der Hautfarbe an, da ich der Blaufuchs bin, ja? Und Dark Souls diese Möglichkeit bietet, werden wir natürlich uns auch so ein bisschen bläulich gestalten, nicht wahr? Nicht zu krass, wir müssen so, dass es auch durchaus so schon realistisch bläulich sein kann, ne? Also schon irgendwie noch ein bisschen, dass man denken könnte, es ist schon noch ein Mensch, der einfach nur ein bisschen aschfahl ist, weil wir wollen jetzt hier nicht so ein Megablau haben, das ist ein bisschen zu krass. Aber ich möchte schon so ein bisschen der Blaufuchs sein, deswegen lasst uns so eine leicht bläuliche Hautfarbe mal annehmen. Das gefällt mir sehr gut. So, dann haben wir Gesicht und Haar. Ich zeige euch das mal kurz, ihr könnt die Gesichtszüge anpassen. Da kann man die Gesichtsform auswählen, ob man eher rund oder kantig sein möchte. Ich bleib mal eher rund. Das scheinbare Alter. Nee, wir sind ein junger Typ. Wir sind richtig jung. Jung und knackig. Gesichtsästhetik. Maskulin, feminin. Ja, so eher so ein Mädchen bin ich. Oh, das wird ja nur dicker. Machen wir mal so. Okay. Gesichtsstruktur. Jetzt seht ihr schon, wir können die Gesichtssymmetrie anändern. Stirn, Brauenwulst, Augen, Nasenrücken, Nasenlöcher, Wangen, Lippen, Mund. Lippen können natürlich noch interessant sein. Lippenform. Geöffnet, gespitzt. Ja, ich lasse das mal also, ne? Also da müssen wir jetzt nicht... Ja, wir müssen jetzt nicht komplett ausrasten, aber ihr seht halt, da geht richtig was, ne? Also wenn man, so wie ich, normalerweise würde ich jetzt sehr richtig steil gehen, aber dann sind wir eine Stunde am Start, ne? Weil man mit diesem Charakter jetzt auch sehr viel Zeit verbringen wird. Nur, dass ihr gesehen habt, ihr könnt, wenn ihr das möchtet, natürlich entsprechend richtig steil gehen, ne? Jetzt suchen wir uns noch passende Haare aus, okay. Guck mal, das sieht doch schon ganz nice aus eigentlich. Was haben wir hier noch? Sieht richtig gut, siehst du nicht so viel, ne? Für einen Samurai nicht verkehrt, aber das sieht schon mal sehr Samurai-mäßig aus. Ich guck mal, was wir noch so haben. Holy shit. Ah, hier so ein bisschen den Layer-Look, ne? Ja, ich glaube, wir bleiben tatsächlich hier, aber das gefällt mir sehr gut. Haarfarbe passen wir auch mal im Füchschen ein bisschen an, ne? Ich bin jetzt inzwischen so ein bisschen Power-Dunkel-Lila. Man soll schon ein bisschen sehen, dass es lila ist. Mach mal... Ich würde sagen, so. Leider kann ich mir keine Strähne geben, ne? Das fehlt jetzt leider noch. Glanz kann ruhig so bleiben, ein bisschen Glanz. Wurzeldunkelheit, ja. Weißes Haar bitte gar nicht, ne? Da möchten wir, also da, hallo, wir sind noch jung geblieben. Weißes Haar brauchen wir nicht. Augenbraue, können wir mal den braunen Typ noch einstellen? Eher so dünn hätte ich gern was, dünn und spitz.
Das bleibt alles gleich. Also die Augenbraue haben die gleiche Haarfarbe wie die Haare. Finde ich immer eigentlich ganz sinnig. So, Gesichtsbehaarung. So einen ganz leichten Stoppelbart finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich habe ja selber persönlich so gar keinen Bart. Läuft bei mir halt einfach nicht. Aber hier ist so ein bisschen stoppelt und ein bisschen leicht unrasiert. Gefällt mir. Das können wir so lassen. Ja, Wimpern. Als ob wir die jemals wieder sehen werden, weißt du? Mal ruhig so. Wimpernfarbe darf schwarz bleiben. Augen. Irisfarbe. Da sind wir bei Power Lila bei mir. Trübungsfarbe, Augenweißfarbe darf bleiben. Rechte Irisfarbe, wo ist denn die linke Irisfarbe? Achso, das bleibt einfach wie rechts. Okay, man kann aber, wenn man möchte, seine Augenfarbe tatsächlich und seine Augeneinstellung unterschiedlich konfigurieren. Also ganz ehrlich, what the fuck, der Charaktereditor ist ja heftig. Poren. Ich habe gar keine Poren. Bin glatt wie ein Babypopo. Ja, ein paar Poren müssen schon noch sein. Hautglanz, ein bisschen speckig ist schon. Dunkle Schatten dürfen auch bleiben. Farbe der dunklen Schatten dürfen auch so bleiben. Man kann sogar die Schattenfarbe auf der Haut einstellen. Was ist denn los? Kosmetik. Lidschatten, Wangenfarbe, das kann alles so bleiben. Tattoos, das kann interessant sein. Ich habe ja auch welche. Oh Gott, okay, das sieht ein bisschen dumm aus. Wenn jetzt irgendwie so ein Fuchs oder sowas wäre, irgendwas Cooles. Oh nee, das muss dann doch nicht sein. Ist halt alles nur im Gesicht, ne? Eine Augenklappe. Nee, lass mal. Okay, so, dann sind wir mit dem Gesicht durch. Jetzt gucken wir noch eben beim Körper. Ich muss jetzt sagen, der sieht doch an sich schon ganz nice aus, oder? Vielleicht ist der Kopf ein bisschen klein. Bisschen den Kopf vergrößern. Brust passt. Beine passen. Körperbehaarung. Alter, du kannst ja erstmal so schön so Körperbehaarung reinballern. Mach mal viel. Wo sehe ich die? Oh nee, Alter, guckt euch mal an, wie ihr so richtig lila Haar auf dem Rücken kriegt. Nee, lass mal stecken. Muskulatur, Standard. Ich bin ja eher noch ein bisschen skinniger. Nee, also wenn dann so. Das wird mir schon nicht gerecht, weißt du? Schön wär's, weißt du? Ach, er hat halt so genau den richtigen Body, weißt du? Er hat genau die richtige Menge an Muskeln, so dass es noch nicht eklig ist. Könnte sogar noch ein Ticken weniger sein, dass noch ein bisschen weicher ist, ne? So, als Favorit speichern. Machen wir ihn ruhig. Ja. Und dann würde ich sagen, legen wir doch direkt los. Denn ihr seht, wir sehen nachher davon eh nicht mehr viel, ne? Das wird jetzt eben mit der Rüstung verballert und dann war es das eh. So, jetzt gucken wir uns nochmal kurz die Charakterdetails an. Stufe 9, war ein bisschen Kraft, Geist, Kondition, Stärke. Ich denke mal, der wird auch primär auf Geschicklichkeit gehen. Weil der, glaube ich, eine Geschicklichkeitswaffe trägt. Also ich denke mal, Geschicklichkeit und Kondition wird so werden, worauf wir uns fokussieren müssen. Aber das gucken wir dann. Ich würde sagen, legen mal los oder was? Spiel wird mit diesem Charakter gestartet. Fortfahren? Ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ich würde sagen, ja, lass es uns tun. So, darauf erstmal ein Stückchen Kaffee. Das Schlimmste ist geschafft, Charakter erstellt. Jetzt gucken wir uns mal das Intro an. Wie gesagt, ich kenne nichts. Ich habe selber keinen Schatten. Es wird geil. Ich habe es lediglich einmal angemacht, um Grafik einzustellen. Das war's. Ich habe mir aber nicht mal das Intro angeguckt. Habe ich übersprungen. The Fallen Leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fall, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad
taint of their newfound strength. Triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask, Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater, and Sir Gideon Othnir, the all-knowing. Would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Okay, die Artworks waren geil und das Voice Acting war geil und ich habe ein bisschen Gänsehaut jetzt. Okay, aber wir haben schon mal ein Ziel. Wir wollen also der neue Elden Fürst werden. Ist doch erstmal eine nette Aufgabe, würde ich sagen. So, der Ring. Okay. Oh, hier scheint schon jemand anders rumzulaufen. Ja, moin. Okay, also, willkommen in Elden Ring, meine Lieben. So sieht das Ganze aus. Wir sehen hier auf dem Boden schon wieder so Nachrichten. Das ist genau wie damals in Dark Souls. Hier kann man Nachrichten lesen. Warum immer Zauberspruch? Kann ich dir nicht sagen. Das ist von anderen Spielern und teilweise auch von den Entwicklern am Anfang zumindest als Hinweise in der Welt verstreut. Zeit für dies. Ruine. Okay. So, dann lass uns mal umschauen. Sieht ja ganz nett hier aus. Blutfleck berühren. Was passiert, wenn ich einen Blutfleck berühre? Dann kann ich sehen, wie einer gestorben ist. Okay. Hier können offensichtlich Leute sterben. Erstaunlich. Da haben wir schon jemand leuchten. Überreste plündern. Runzliger Finger des Befleckten. Ja, geil. Es geht ja direkt gut los. Erstmal gleich einen Finger finden. Wie kann ich denn rollen? Okay, rollen geht noch. Oh ja. Oh, das ist sogar die angenehme Rolle. Alles klar. So ein bisschen was weiß ich ja noch. Ne, Items und so Kisten und so könnte kaputt rollen. Das ist so the way of life. Es gab einige Dark Souls Games, da gingen die Waffen kaputt. Deswegen hat man es dann ungern mit der Waffe gemacht. Ich weiß noch nicht, wie das hier ist. Das werden wir dann rausfinden. So, dann würde ich sagen, öffnen wir mal die Tür. Und schauen mal, was da auf uns wartet. Ich bin ganz aufgeregt. Oh, wir gehen raus. Kapelle der Erwartung. Was haben wir denn hier? Nachricht lesen. Reiset bringen. Ja, sicher. Als ob, Junge. Als ob. Da gehen wir mal nicht runter. Das ist Verarsche. Da werden wir sicherlich nicht runterspringen. So, erstmal ein bisschen. Ich muss mal die Optik ein bisschen auf mich wirken lassen. Sieht nice aus. Es hat dieses schön düstere. Mal sehen, ob hier irgendwas ist. Gleich vorweg, also ich werde das hier massivst entspannt angehen. Also wir machen uns keinen Stress.
Wir gehen hier ganz gechillt durch. Wir gucken, haben auch keinen Guide am Start oder sowas. Wie gesagt, komplett blind. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ihr dürft mir, wie gesagt, aber Tipps geben. Also wenn ihr irgendwelche Hinweise habt oder sagt, hier, diese Waffe wäre ganz nice für dein Bild, den ich da so ein bisschen anstrebe. Ich habe halt, wie gesagt, noch keinen Plan, aber wir gucken einfach mal. Das dürft ihr gerne machen. Nur, wenn möglich, halt nicht spoilern. Und seid mir natürlich nicht böse, weil ich... Die Tür ist blockiert. Ich werde jetzt im Urlaub natürlich erstmal bingen ohne Ende wie ein Wahnsinniger. Bedeutet natürlich, bis eure Kommentare dann Effekt haben, wird ein bisschen Zeit vergehen, weil ich werde schon einige Folgen schaffen im Urlaub. Und danach, ich werde es definitiv im Urlaub nicht durchspielen, geht es dann nochmal weiter. Wertvolles Objekt voraus. Alles klar. Ja, wir müssen da durch, aber die Tür ist blockiert. Kann ich draufhauen? Geht das? Kann ich hauen? Wie hau ich? Ich habe keine Ahnung, wie man haut. Okay, so. Das scheint nicht zu gehen. Muss ich jetzt wirklich springen? Ernsthaft? Ich muss doch nicht springen. Ne, guck mal, hier ist noch eine Leiter. Gehen wir mal da lang. Okay. Warum immer Trio? Kann ich dir nicht sagen, Junge. Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, wir werden aber auch nicht alle diese Nachrichten lesen. Das ist, glaube ich, ein bisschen stressig. Wenn wir mal nicht weiterkommen oder Hilfe brauchen, dann kann man die ja mal testen. So. Lass uns mal vorsichtig in diese Richtung gehen. Nebenbei immer umgucken. Es ist so ein bisschen wie bei Gothic. Es lohnt sich immer, die Welt zu erkunden. Man kann immer was entdecken. Überall gibt es was zu entdecken. Also ich hoffe, es gibt noch irgendwie so eine Art Tutorial-Gebiet oder sowas. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass die Elden Ring-Entwickler selbst auf Steam eine Nachricht hingepostet haben. Erste Schritte oder so. Vielleicht sollte ich das zumindest mal öffnen. Gucken wir mal. Sieht schon cool aus. So, was haben wir hier? Objekt voraus. Keine Objekte voraus. Ja. So kannst du halt Nachrichten verteilen und ganz gerne legen natürlich andere Spieler dann auch finden und so ein Kram, ne? Und verarschen dich. Warum immer Untersuchung? Sieht jetzt aber echt nicht so aus, als wäre hier irgendwas. Bin mal gespannt, an wie viel Zeug ich vorbeilatsche. Es wird einiges werden. Jo, okay. Erstmal eingruben. Sagen wir, gehen erstmal vorsichtig weiter. Noch ist ja alles ruhig hier, ne? Man fragt sich halt schon, wie Leute es schaffen, hier schon zu sterben. Aber vielleicht kommen gleich noch Gegner. Man weiß es ja nicht. Hier noch irgendwas? Nö. Hier ist Aal ruhig, Aal entspannt. Gehen wir mal weiter. Das ist schon eine dieser Demigods. Oh, wie cool ist denn das? I'm a Demigod. Oh, oh. Oh mein Gott. Okay, es geht gut los. Ich würde dir nicht mehr erklären, wie man kämpft, Mann. Wie weiche ich aus? Alles klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the fuck? Alles klar. Es geht gut los. Vielleicht hätten wir auch einfach abhauen sollen. Was passiert jetzt genau? Ich höre etwas, aber ich sehe nichts. Okay. Zum Glück bleibt mein Kaffee bei mir. Ich glaube, das sollte es tatsächlich so sein. Kann das sein? Es wirkt so, als wäre das Absicht gewesen. Oha. Da haben wir uns ja ein muggeliges Plätzchen ausgesucht. Fast gar nicht ekelhaft. Okay. Ein Pferdi! Twilight, bist du's? Ah ne, es müsste wenn dann Rarity sein. Oh, guck mal. Ein behorntes Pferd. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Woher wusste sie das? Even if it does violate the Golden Order.
Was ist die Goldene Ordnung? Es geht schon los so. Und ich bin so gespannt auf diese Story, auf die Welt. Ich hab so Bock. Ich hab so unfassbar Bock. Ne? Da ist er! Da ist er! Ich drück ihn mal weg. Schon mal gleich für die Neuen, die jetzt ganz frisch hier gegebenenfalls auf dem Kanal sind. Das ist der Hahn. Der Hahn sagt uns immer Bescheid, wenn die Zeit erreicht ist und wir immer eben eine kleine kurze Pause machen müssen. Ne? Kommt immer zu den ungünstigen Momenten, aber er ist eine Institution hier auf dem Kanal. Wir werden ihn auch nicht mehr los, deswegen, das hilft nichts. Aber passt ja auch gerade perfekt. Flasche mit Purpurtränen. Okay, und Flasche mit Himmelstränen. Gut, was das genau ist, werden wir uns gleich ansehen. Meine Lieben, wir machen dann aber jetzt an dieser Stelle erstmal so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.